Sehr gut. Und was lernen wir da draus? Plastik im Meer ist? Scheiße. So sieht's aus. So, Ladies, es ist ein bisschen regnerisch und windig. Was sagt ihr dazu? Naja, ziemlich doof. Ja, ist jetzt nicht so vorteilhaft. Aber geht schon. Ja. Wie war der auch? Erzähl mal. Echt gut eigentlich. Ja? Und was hat dir am besten gefallen? Welches Tier? Die Robben, die Eisbären. Ja, die Eisbären waren meist. Die Eisbären waren schon cool, oder? Ach, stimmst du dazu, Nahum? Ja. Ja. Und Lea. Hallo. Hallo. Der Tag war gut, nur das Wetter war ein bisschen blöd. Ja. Was haben wir gerade gemacht? Wir sind den Weg abgelaufen für die Nachtwanderung. Die Kinder wissen zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts davon. Wollt ihr was dazu sagen? Wie wird das später? Es wird super. Es wird super. Es wird ganz schön lustig, da die Martha uns alle erschrecken wird, weil sie ist einfach gruselig. Was machst du gleich, Mirko? Ich muss gleich die Mama kriegen. Deswegen bin ich heute da. Das ist ein Pferd. Wir basteln gerade Pferde. Aber Pferde natürlich auch. Das ist so ein richtig kleines Pferd. Ey, das ist Jason 3.0. Ich spiele jetzt immer hier diesen Hund an. Und dann haben wir Jason 3.0. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch. Ja. Was sag ich? Da haben wir wieder so Respekt, dass du da wieder mitmachst. Ist das hier der Pferdefriseursalon? Ja, es hat noch keine Augen. Okay. Ja, das Arme, es kann nicht sehen. Aber es kriegt noch welche. Okay. Was sind das für Trauben hier? Das wird ein Drache. Ah ja. Ah ja. Also es müssen noch Beine, den Kopf und Fußball. Nina, was machst du, wenn jetzt ein Drache kommt? Oder Hanna? Das können die auch heute Abend vorführen. Dann mach das mal schnell fertig, dann hast du doch schon was drin. Dreh dich mal um, zeig mal dein T-Shirt. Voll cool. Wow. Yeah. Was für ein Ritter bist du? Ritter der Kokosnuss. Oder Ritter der Chips. Wie isst du dann damit? Bist du Lara und du Julina oder bist du Lara und du Julina? Steht da. Das Wetter zum Grillen, ne? Ja. Bist du Grillmeister? Nee, René ist leider nicht da. Ja. Ich grill mal. Nee, der André soll gutes Barbecue machen. Du willst einfach nur nicht sagen. Ja. Warum, was machst du da? Ey, Benedikt, sag mal dein Schild. Woo, wie cool. Hier ist rot, hier ist gold. Und da ist der Kamera. Mal wieder was gelernt, ne? Nele, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe Haarausfall. Guck dir das an. Alte Ziehen. Weißt du warum? Ich habe eine kleine Theorie. Martha stresst mich. Ah! 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 Ah
glaube, die wollen den ganzen Bremer Zoo auf dem T-Shirt, Charlotte. Also, guter Vorschlag, macht einfach den ganzen Zoo. Aua! Hier werden die Leiter genötigt, Massenproduktion anzufertigen. Oh nein! Machst du mit? Ja! Jetzt machen wir! Wie fanden Sie bis jetzt die Osterfahrt 2023? Ganz gut. Echt? Ja. Was hat Ihnen am besten gefallen bis jetzt? Nachtwanderung. Nachtwanderung? Und was hat Ihnen am schlechtesten gefallen? Keine Ahnung. Es gefiel mich gar nichts, dass es schlecht gefallen hat. Ja, okay. Das ist alles auf freiwillige Basis passiert. Was hast du heute verpasst? Eine Box. Wer ist das, Ronaldo? Messi. Lecker! Oh, okay, mein. So, willkommen zu unserem Abschlussabend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass ihr alle so ein schönes vorbereitet habt. Der Abend wird wie folgt laufen. André und ich werden das Ganze moderieren. Und dann kommt ihr, wenn wir euch aufrufen, nach vorne und zeigt, was ihr vorbereitet habt. Und dann gibt es eine kleine Siegerehrung der Woche. Die meisten haben ja schon direkt neben mich geguckt. Und später wird dann ein bisschen gegessen und dann tanzen wir alle ein bisschen und lassen den Abend gemeinsam ausklingen. Fangen wir mit der ersten Gruppe an. Ich zeige euch einen Zaubertrick. Diesmal die erste Karte vom Stapel, oder? Zauber, Zauber, Kigibus. Das Quiz am Anfang, am ersten Tag und dann habt ihr ja überall habt ihr Punkte gesammelt. Wir fangen einfach an. Platz Nummer 6 ist die Gruppe. Auf dem Platz 5 sind zwei Gruppen mit 49 Punkten. Das ist die Gruppe 7 und die Gruppe 5. Das war ein Co-Moderator. Platz 4 ist auch die Gruppe 4. Also zwischen ersten und letzten waren immer nur zwei Punkte. Also zwischen Platz 1 und Platz 2 zwei Punkte und zwischen Platz 2 und Platz 3 auch zwei Punkte. Also auf Platz Nummer 3 ist die Gruppe 2. Gewonnen hat die Gruppe 1. Ja! Weiter! Hallo! Nein. Muss es aber wieder gehen! Tschüss!
Genau, jetzt abschließend zur Fahrt. Habt ihr ein kleines Fazit-Resümee? Wie fandet ihr es so? Erzählt mal ein bisschen was. Also auf der Fahrt war es eigentlich ziemlich toll. Ich fand den letzten Abend mega. Man muss sich einfach nur auf die Nachtwanderung vorbereiten, das ist alles. War lustig. Genau, so vor allem die Nachtwanderung sehr, sehr gut. Ja. Nachwanderung fand ich schon sehr gut. Also, letzter Abend hat mir sehr gut gefallen, weil jeder so eine kleine Show gemacht hatte. Die Nachtwanderung war nicht so gruselig wie für mich. Und ich fand es war sehr schön. Die Zeit ist wie ein Flug vergangen. Also ich fand jeden Abend sehr, sehr gut. Das Gruseligste bei der Nachtwanderung war ein Gartenzwerg, der sich gedreht hat. Okay. Einfach also, ich muss ehrlich sein, die Gartenzwerg, den habe ich nicht gesehen. Gruseligste fand ich, also du, Martha, da als Mädchen so irre gekreischt hast. Ich fand die letzte Nacht cool und ich fand auch die Nachtwanderung ein bisschen gruselig. Ein bisschen. Ja. Fährst du wieder mit? Kommst du mit auf Sommerfahrt? Definitiv. Also ich habe einfach nur positive Sachen zuzuschreiben. Es hat Spaß gemacht. Ich habe Freunde kennengelernt. Zur Osterfahrt einfach nur Positives. Voll cool. Supi. Ruhepause machen. Geh in den Ruhemodus. Hallo. Und Leonie, was sagen wir zur Fahrt? Also ich fand es super. Ja? Ich auch. Skala von 1 bis 10? 10. Eine glatte 11. Eine 11. Eine 11. Emma, was ist denn deine Mission hier mit der Schlange? Scheiße! Lele, du stehst hier für 3 Tage Regenwetter. Was ist das denn? Ich wurde gefangen. Muss stehen bleiben? Blöde Sache. Ja. Sophie, du hast auch eine Kapuze, das weißt du, oder? Ja. Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Knossi, du hast ein echt hartes Leben, ne? Süßigkeiten essen, beim Fangen stehen bleiben. Ach, das Leben anstrengend. Beim Regen stehen bleiben, das Leben. Ja. Mit der Krone.